So, ich hoffe, man versteht mich diesmal ein bisschen besser. Ich war auch schon fleißig. Ich habe heute die Sommerreifen drauf gemacht. So, und ich sag mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde auf der Brixton Cromwell. Wetter ist heute nicht so geil. Ist jetzt nicht so der Wonnemonat bis jetzt, ne? Viel Regen, viel kalt. Ich habe es ja gesagt. Das Jahr des Saturn, laut dem 100-jährigen Kalender und so. Ja, trotzdem nutzen wir den Moment der Stunde, wo es nicht regnet, und fahren einfach mal ein kleines Stück. Du wartest. So. Ich hoffe, die Windgeräusche sind diesmal in dem Video etwas besser. Ich habe einen neuen Helm, hatte ich ja gesagt. Wenn nicht, muss ich das Setting noch mal ein bisschen optimieren. Noch mal ein Halstuch anziehen vielleicht. Soll ja zum Gucken dann auch sehr angenehm sein. Und ich finde es halt total geil von euch, wie ihr die Videos feiert. Das freut mich. Das macht mir auch Spaß. Deswegen wird es auch in Zukunft mehr Brixton-Videos geben, wo wir schön ballern. Ah, hier ist herrlich, hier haben wir die Straße neu gemacht. Hier kann man schön düsen, ein bisschen sich in die Kurve legen. Schön Chili-Milli. Also ich weiß nicht, einige haben geschrieben, dass ihre Brixton nur 90 laufen oder so. Ich bin mit der Brixton hier auf einer langen Geraden dann auch bei 115. Das geht also auch, gar kein Problem. Und wir düsen hier einfach heute mal wieder so ein bisschen rum durch die Dörfer. Im Moment sind wir ja noch so ein bisschen in der Einfahrphase. Wir haben jetzt 560 Kilometer runter. Und ich möchte dann natürlich auch ein Video darüber machen, wie ich bei der 1000 Kilometer Inspektion war und so. Das möchte ich alles dann so ein bisschen detailliert auch euch zeigen. Weil es ja von euch sehr viele Brixton-Fahrer gibt, Fahrerinnen oder zukünftige. Es macht halt unglaublich viel Spaß auch, ne? Hatte ich ja gesagt. Ja, Wonnemonat Mai. Ich glaube, bis jetzt hatte ich, ich bin im Mai, glaube ich, einmal erst gefahren. Das letzte Mal, als ich das letzte Video gemacht habe. Und jetzt haben wir einfach schon fast Mitte Mai. Oder wir haben Mitte Mai. Und es ist einfach kalt morgens. Ich habe auch teilweise schon Eis gekratzt bei meinem Auto. Wahnsinn. Dieses Jahr alles ein bisschen später. Ich meine, man sieht es auch so ein bisschen an der Natur, ne? Teilweise braucht die Natur dann doch noch ein bisschen. Es fängt zwar so leicht an, so grün werden und so hier die Bäume. Ja, aber es ist alles noch nicht so ganz so geil. Ja, ich muss euch sagen, ich habe nach 200 Kilometern gleich eine Iridium-Zündkerze eingebaut. Und weil manche Leute schreiben oder haben gesagt im Forum auch, dass die Brixton mit der Iridium-Kerze dann doch ein bisschen besser läuft. Auf dem Kanaldeckel hier auch. Wie packt er denn hier? Gefährlich. Apropos, gibt es denn bei euch auch Spitznamen für euer Bike? Also ich nenne mein Bike liebevoll Lady. Herrlich. Einfach schön rumdüsen. Schön sieht es aus, wenn die Sonnenblumen überall, der Löwenzahn meine ich, überall blüht und so. Das sieht schon schön aus. Ah, es ist aber teilweise ganz schön windig heute. Teilweise echt ganz schön windig. Ja, guck, das ist halt wieder das Leben auf dem Dorf. Ne? Hier ist nichts los, da fährt mal einer so ein Heuballen durch die Gegend. Ist ja auch geil. Und ich bin wirklich so zufrieden mit der Brixton. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so glücklich bin. Sie sieht sehr, sehr geil aus, das muss man sagen. Ist natürlich immer eine Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich mag das Retro-Design. Und irgendeiner hatte auch gesagt, die normalen 125er sehen halt aus wie Joghurtbecher. Oder sagen wir mal wie Plastikinsekten. Apropos Plastikinsekt, ich sag zu meiner Frau ihrem Bike immer so ein bisschen liebevoll auch Plastikinsekt. Die fährt eine Suzuki GSX-S,
Die können wir dann auch gerne noch mal fahren, wenn ihr Bock habt. Ist auch eine 125er mit 15 PS wassergekühlt. Bei der Brixton haben wir ja Luftkühlung. Was ich gehört habe, dass im Herbst dann auch die 15 PS Version von der Brixton hier kommen soll. Ich hatte mir auch erst gedacht, Mensch, wartet es ab einfach. Aber die 15 PS Version ist dann halt da eben auch wassergekühlt. Und ich habe mir für mich gesagt, mir reicht das, mir bockt das. Das macht unglaublich viel Spaß und da brauche ich keine, ja klar, 4 PS. Vielleicht merkt man es teilweise dann doch schon ein bisschen. Aber ich glaube, so viel macht das nicht aus. Ne? Ja. Ja, der neue Helm ist jetzt gerade im Einsatz. Mal schauen, wie er sich bewährt. Kann ich noch nichts zu sagen. Also bis jetzt passt er auf jeden Fall besser. Ich denke auch, dass die Windgeräusche hier vielleicht ein bisschen besser gedämmt sind. Der Auspuff ist natürlich brutal laut. Wahnsinn, aber geil. Ja, hier geht es ein bisschen bergauf. Düsen wir hier so mit 80 lang. Da kommt ein Kollege. Den grüßen wir natürlich. So, wir düsen wieder hier so ein bisschen durch die Dörfer. Schön mal chillig, entspannt. Wir müssen uns ja nicht hetzen. Sieht ja aus wie Pilze hier. Geil. Ja, manche Leute haben geile Sachen vorm Haus, ne? Da sieht man schon wilde Sachen manchmal. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich mag es halt, es ist schön, wenn du hier durch die Ortschaft fährst. Ist diesmal so ein bisschen ein anderer Ort als letztes Mal. Und der Auspuff blubbert so ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt, was das ist mit dem Ventilrasseln. Das scheint das Ventilrasseln zu sein. Ich habe da mal so ein bisschen ausprobiert. Ist ja auch klar. Das ist ja einfach so. Ventile werden ja dann nachgestellt. Was haben wir denn jetzt runter? 572. Sieht man es? 572 Kilometer. Ja, das geht. Ziegen. Oh, die eine, habt ihr das gesehen? Die eine Ziege, macht da irgendwie einen Sonnengruß oder so? Geil. Ja, jetzt geht es hier mal ein bisschen eine Steigung hoch. Zeit, auch die Brixton mal so ein bisschen hier am Berg zu fordern. 8% Steigung. Es geht schon ganz schön hoch hier. Ich muss aber auch sagen, dass ich, wenn ich mit der Brixton zur Arbeit fahre, geht es auch sehr, sehr steilen Berg hoch. Und das macht die also nichts aus. Ne? Enge Kurven, das geht so ein bisschen über den Wald auch. Ich habe eine Viertelstunde bis zur Arbeit. Und das macht sie locker mit. Bergab ist natürlich geiler, ist natürlich ein bisschen schöner. Ich überlege gerade mal, ob ich hier so ein bisschen anhalten kann. Dann gehen wir noch mal ganz kurz ums Moped rum. Übrigens ist das die CBS-Version. Da wurde auch nachgefragt. In Timberwolf Grey Glossy. Timberwolf ist ja dieser Wolf aus Amerika oder eine Wolfrasse. Und da habe ich mich mit meinen Arbeitskollegen drüber so ein bisschen unterhalten auch. Und da hat er gesagt, die haben einen Zaun aufgebaut und der Wolf, das sollte da der Wolf ein bisschen abgehalten werden. Und ja, tatsächlich hat er 1,70 Meter hoher Zaun, hält natürlich keinen Wolf ab. Die haben das gefilmt und der Wolf springt aus dem Stand auf die 1,70 Meter. Geil, oder? Bescheuert. Naja, das ist wie mit Steuergeldern immer so ist. Die müssen weg. Ne? Ja, ich hatte ja auch gesagt, dass der Brixton Händler 80 Kilometer weit weg ist von mir. Und also super, super Händler. Ich bin wirklich zufrieden. Einige schreiben, dass sie irgendwie Schrauben nachziehen müssen oder irgendwie sowas. Ne? Ach scheiße, hier hätten wir anhalten können. Entschuldigung, ich wollte nicht mehr so viel fluchen. Aber bei mir ist halt mit den Schrauben und so, ist halt nichts mit nachziehen. Ich musste gar nichts nachziehen. Und auch so mit der Einstellung von der Kette, also das hat er wirklich alles echt ganz toll gemacht, der gute Mann.
Und da werde ich ihm auf jeden Fall auch noch eine Google-Bewertung dalassen. Ne? Macht man ja so. Er hat ja auch durchweg nur gut. Er ist ein reiner KSR-Händler. Er hat Brixton und ein paar andere Sachen noch. Ja, hier drehen wir mal. Einfach mal umdrehen. Und da oben können wir ja mal ganz kurz anhalten. Und können mal ums Bike rumgehen. Ich muss euch da was zeigen. Ich habe das Ding ganz schön eingesaut. Ich habe die Kette geölt und bin so ein bisschen, naja, nach dem Fahren. Ne? Soll man ja nach dem Fahren machen. Kette ölen und dann das Bike ein bisschen abstellen. Habe ich gemacht. Und aber trotzdem, der ganze Schmand hängt jetzt so ein bisschen an der Felge. Aber da habe ich einen sehr, sehr geilen Trick. Den zeige ich aber beim nächsten Mal, wie man das ganz einfach wegbekommt, dieses Fett. Ja. Nachteilig zu sagen zu Brixton ist, manche beschweren sich so ein bisschen über die Kette. Ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Also wirklich nicht. Bis jetzt ist alles gut. Und wenn, dann hole ich eben mal, ach, hier hätten wir wieder anhalten können. Dann holen wir mal für die neue Kette so eine, holen wir mal eine neue. Ne? Kostet ja jetzt auch nicht so viel. Und da hat man ja auch lange was von. Ja, gefährlich ist so eine engen Kurven hier. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Hier halten wir jetzt einfach mal an. Hier halten wir einfach mal an. So. So. Ach so, was ich noch erzählen wollte. Ich habe eine kleine Uhr gekauft. Die ist aber, ja, ist eine China-Uhr für 10 Euro. Da habe ich mir gedacht, gönn dir mal. Damit du, wenn du rumballerst, so ein bisschen auch die Uhrzeit weißt. Schön hier oben, nichts los. So. Ja, man sieht's hier vorne, ein paar Fliegen dran. Den Zigarettenanzünder wollte ich noch abmachen. Das muss ich noch machen. Und hier zeige ich dir mal ganz kurz, den Auspuff creme ich immer so ein bisschen mit Wachs ein. Ja, hier sieht man es an der Felge. Hier ist das ganze Öl, Kettenfett und so. Rinje spritzt. Temperatur, sieht man es, so knapp 100 Grad. So eine Thermometer ist schon ganz geil, ist ganz hilfreich. Und die Spiegel, natürlich sind die eh geprüft, da wurde nachgefragt. Ja, sonst macht es keinen Sinn. Ne? Achtet darauf, wenn ihr was umbaut oder so, dass das immer geprüft ist. Weil wenn du dich mal mit deinem Bike lang machst und die Versicherung soll zahlen, dann heißt es dann immer, gucken wir uns die Maschine mal an und dann heißt es, tja, hast du Dinger dran, die sind nicht zugelassen. Immer schwierig. Ja, wir ballern mal weiter. Berg runter. Und ein bisschen Kurvenfeeling. Ein bisschen Kurvenfeeling. Schön hier. Ja, wenn sie warm ist, kannst du sie auch mal so ein bisschen in den Arsch treten auch, ne? Gefälle. Wir fahren jetzt quasi den Weg wieder zurück, biegen aber gleich noch mal ein bisschen ab, woanders hin. Ja, die Leute gucken halt immer. Und ich würde sagen, wir parken jetzt hier noch mal und dann verabschiede ich mich schon mal von euch und beim nächsten Mal starten wir dann wieder hier. Danke fürs Einschalten, bleibt gesund, fahrt vorsichtig vor allen Dingen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.